Ich komm, beeil dich. Oh, jetzt, Alter. Mann, dreh doch nicht so, ey. Oh. So, Leute, hä? Ja? Wir packen es dann langsam noch. Jetzt, der Bus kommt gleich und wir wollen die Fahrt hier nicht verpassen. Oh. Viel Spaß bei unserem Follow Me Around. Ja, würde ich sagen, wir fahren einfach mal los, oder? Also, komm jetzt. Komm. Mann, ich hoffer mich jetzt nicht. Meine Mama hat schon angerufen, Mann. Die wartet auf uns. Außerdem, vielleicht vergessen wir noch was. Alter. Oh. Karlsruhe hier jetzt am Bahnhof. Da hinten, hier, das ist unser Bus. Wir sitzen da ganz oben in der ersten Reihe, wie ihr mitbekommen habt. Habt ihr bestimmt in Twitter schon gelesen. Das ja, natürlich, das geschildert war saugeil. Und falls ihr jetzt euch fragt, wieso ich jetzt hier so ein Gänsehals hab. Ich hab mir die ganze Nacht jetzt schon den Hals verlenkt, weil heute Sternschnuppennacht ist. Du hast noch keine gesehen. Ich hab eine gesehen. Vor 5 Minuten habe ich eine gesehen und ich habe auch was gewünscht. Mal schauen, ob es sich... das sich erfüllt der Wunsch. Die Vorfreude wächst mit der Müdigkeit. Aber wir sind jetzt wann sind wir denn dann in Köln? Um 5.40 Uhr morgens. Genau, und dann chillen wir noch am Bahnhof und um 6 Uhr holen wir uns schöne, leckere Croissants beim Bäcker frühstücken. Dann hauen wir uns nochmal aufs Ohr im Hotel um 12 Uhr, dürfen wir einchecken. Ich glaube, die ganzen nachtaktiven Leute, die uns auf Twitter verfolgen, es werden zwar wahrscheinlich nicht viele sein, aber die kriegen das auf jeden Fall mit, weil wir da immer so ein bisschen updaten, was wir gerade so für Scheiße bauen. Ja. Also, ansonsten sehen wir uns am nächsten Treffpunkt. Bis zur nächsten Haltestelle. So, wir haben es jetzt hier gerade geschafft. Wir sind jetzt in Köln. Wir haben den Kölner Dom schon gesehen. Wir haben den Rhein schon gesehen. Die Distanz von München ist mit meinen Augenringen gewachsen. Wie man wahrscheinlich sieht. Aber an sich war es eine coole Fahrt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen durchführen. Und ich hoffe, für mich hat es gelohnt. Ich habe 5 Hasen gesehen. Ich habe ein totes Eichhörnchen gesehen, das war nicht so schön. Und ich habe 2 Sternschnuppen gesehen in der Sternschnuppennacht. Leider ist mein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Wir sind nicht früher angekommen. Wir haben der Floh und die Tanne umvegetiert. Wir haben keine Mucks abgegeben. Ich war hier ganz allein. Die Sarah hat mich noch ein bisschen begleitet bei der Reise. Begleitet. Ja, aber es ist noch die Zeit totschlagen bis 12 Uhr. Dann dürfen wir ins Hotel einchecken. Und wo ist der Dom? Boah, da ist der Dom. Boah, da sieht man immer noch mich. Gut, wir müssen jetzt zusammenpacken. Wir haben hier ein bisschen Chaos gemacht. Aber wir melden uns jetzt gleich dann wieder. Wenn wir genau das wissen, was wir machen. Also wir werden jetzt den Bäcker erstmal aufdrücken und frühstücken. Ich habe nämlich verdammt Hunger. Selfie? Ich mach gerade ein Video. Du machst ein Video? Ja, schau aus, ob du den Automaten bummst. Warte, ich hab's gleich. Das musst du jetzt so. Boah, oh, sehr ja, gut. Jetzt schnell, Schüssel, drück, drück. Nein. Hey, jetzt. Ich hab voll die coole Idee, wir müssen also ein Video drehen, wie meine Hände sind. No, hey, no.
Ja. Ach, ihr seid das. Ja, ist ja cool. Dann nutzen wir gleich die Gelegenheit, dann zeigen wir euch meinen Raum ein bisschen, oder? Ja, cool, dass ihr hier seid. Ja, das ist ein Bett. So sieht das bei uns bei der YouTuber-WG aus. Hier in Köln. Und das ist ganz cool. Wir haben einen Fernseher. Man kann hier alles machen. Wir haben schon Pfandflaschen gesammelt, damit wir uns ein Drittel finanzieren können. Das ist alles top. Also Kölner Love. Ne? An die Kölner hier. Gut, aber wenn ihr jetzt schon drin seid, zeige ich euch auch mal das Bad. Denn YouTuber müssen sich schließlich auch waschen, ne? Ja, also ist echt cool hier. Meine Fresse, was wissen wir jetzt schon wieder? Scheiß drauf, ich geh pennen, Alter. Herzlich willkommen, wir sind hier gerade am Bahnhof, fahren jetzt nochmal nach Köln rein. Chillen da so ein bisschen, schauen uns ein bisschen die Stadt an. Köln bei Nacht nochmal schnuppern. Unsicher machen. Wir wollen da ein bisschen was trinken gehen und vielleicht in die Altstadt zum Rhein. Da soll es schön sein, Verdampfer angucken. Und ja, mal gucken, was sich so ergibt. Also, wir sind jetzt hier einfach mal mit. Bei der Frankfurter Straße, da ist unser Hotel, was man vielleicht im Hintergrund noch sieht. B&B-Hotel. Schleichwerbung. Und ja, bis gleich. Sind immer noch da. Oh, freut uns, dass ihr das Video immer noch anschaut. Das war unser erster Tag und ja, es war ein ziemlich langer Tag, weil Busfahrt habe ich persönlich gar nicht geschlafen. Die haben auch nur eine Stunde oder zwei Stunden die Augen zugedrückt. Und wir sind dann aber auch den ganzen Tag und die halbe Nacht dann noch mit der Bianca und Julian auf der Piste gewesen, haben da Köln unsicher gemacht. Wir sind dann schließlich bei Vollmond um 4 Uhr morgens dann ins Hotel reingewackelt, ziemlich schnell, und genauso schnell sind wir am nächsten Tag auch wieder vom morgendlichen Hahn, der gekräht hat, aufgewacht. Und so war das, ja. Und der nächste Tag fing an, aber das seht ihr jetzt alles. Also, viel Spaß. So, herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind jetzt aufgestanden, es ist irgendwie 2:30 oder so. 2:30. Da hinten laufen die anderen zwei, wir gehen jetzt frühstücken. Wir nehmen euch da einfach mal mit. Jo. Jo, wir sind jetzt mittlerweile in so einem Café angekommen, wo wir jetzt frühstücken. Da Raffi ist da eben so sein Pflaumenknödel oder was auch immer das ist. Zwei Pflaumen drin. Eine einzige. Ja, das Wetter ist hier ein bisschen kacke, deswegen müssen wir jetzt schauen, was wir heute machen. Wir wollten eigentlich irgendwas drehen, aber ich sage, machen wir einfach spontan. So Leute, wir dachten, wir machen mal ein bisschen Kultur, wenn wir schon in Köln sind. Können wir auch mal den Kölner Dom besuchen. Hoch und so, ne? Wir haben gerade das bayerische Wappen entdeckt. Ja, richtig, richtig. Ja, wir wurden hier dementsprechend auch empfangen, als sie gemerkt haben, Uniflash kommt. Und die hier, also wo ist das? Ah, da. Da oben im Eck ist es. Ja. Bayerisches Wappen. Extra für uns. Sie wissen, wie man Kirchen baut. Ja, ich gleite euch jetzt einfach mal so hier durch die 20 Säulen. 20 Säulen? 100 Säulen. Nicht hoch. Ja, wie hoch wird das sein? 50 Meter? Nee, noch höher. Hier steht dann der Fahrer und redet ein bisschen so. Es brennen ziemlich viele Kerzen. Und ja, Touristenanziehpunkt.
Ich laufe jetzt einfach mit Flo seinem Handy herum, jetzt kann er, ist er gar nicht mehr erreichbar. Und er weiß jetzt gar nicht, wo ich bin. Auf jeden Fall. Okay, hier ist irgendwie scheint was Besonderes zu sein. Das ist so eine St. Stefan OPM. Oh, das ist schon beeindruckend. So. Fühlt man sich so voll klein in so einem Gebäude. Jetzt auch noch so ein Gebilde. Von jeder Säule ist eine Statue, so ein heiliger Mensch, der ein bisschen abhängt. So, und dann suche ich mal wieder einen Flo. Ja? Nicht, dass sie ohne mich jetzt gehen. Ich war gerade beichten. Du sollst noch beichten, du, da wirst du gleich mit dem. Ja, jetzt darfst du beichten gehen. Weißt du, was wir gerade beschlossen haben? Ja, wir gehen jetzt hoch auf den Dom. Echt jetzt? Ja, keine Ahnung, hab ich gesagt. so viel Kondition hast du doch gar nicht. Ja, hoch drauf, man schon. Ja, hoch kostet 2 Euro. Und? Da haben wir doch bestimmt eine gute Aussicht. Ich muss mal wieder den kölschen Slang angewöhnen, Mann. Muss meinen Vorfahren aus Köln gerecht werden. Apfel heißt zum Beispiel Apple auf Köln. Du kannst doch jetzt nicht im Uniflash sagen, dass du aus Köln bist. Spinnst du? Nee, ich wurde in Bayern geboren. Ey. Aber, ja. Apple heißt Kartoffel. Echt? Nee, ja. nee. Apple heißt Apfel. Nein, Apple und, heißt Kartoffel. Ja, Apple. Aber ja. Apple? Apple. Ja, ich weiß nicht, was ich brauche. Meine Vorfahren aus Düsseldorf kommen. Düsseldorf. Nee, meine kommen hier direkt aus dem Dom. Oh, da ist noch eine Orgel. Ich zeig's dir euch mal. Die hängen ganz oben, da muss der Klavierspieler wissen, da wir keine Höhenangst haben. Ey, irgendwie 90% der Leute laufen einfach mit einer Kamera rum. Ich fühle mich ganz wohl, weil ich hier nicht so dumm aussehe. Sonst schauen mich immer alle Leute an, wenn ich so durch die Stadt laufe. Das war ein schönes Schlussbild. Also, das war's hier aus dem Dom. Aus der Dom? Vielleicht laufen wir jetzt noch rum? Ja, ich glaube schon. Haben wir auch schon? Ja. Filmen wir oben auch noch was, oder? Ja, mal rumlaufen, dann seht ihr noch was vom Dom. Jo. Und sonst? Sonst nicht. Ja, sonst bis später. So, nachdem wir jetzt beim Frühstück und beim Kölner Dom waren, sind wir jetzt schon wieder am Fressen, und zwar beim Subway. Irgendwie fressen wir heute nur. Was ist los, Mann? Wir wollten was drehen. Wir sind halt immer noch am Frühstücken und es ist mittlerweile 6:30. Wann haben wir angefangen zu frühstücken? Ja, wir machen das so etappenweise, immer so zum anderen Fastfood. Subway, Dunkin' Donuts, wo waren wir noch? Kölner Kaffee King oder so. Dann Potato Point. Ich glaube, wir werden voll fett machen, oder wie? Kaum sind wir in Köln, ist unser Schlafrhythmus, unser Essrhythmus schon so im Arsch. Wir sind jetzt seit einem Tag hier. Was macht ihr Köln eigentlich? Was ist los bei euch? Wir sind nämlich gerade ein bisschen am Planen, weil wir wollen auch noch was im Tag haben. Wir haben jetzt irgendwie ein bisschen verschlafen. Also waren wir jetzt die letzten eineinhalb Tage durchgehend wach. Also die Tage und Nächte. Ich war noch nie so lange im Fit wach. Ich glaube, es waren echt 35 Stunden oder so. Durchgehend der Augen auf. Und ja, aber gut, also wir treffen uns vielleicht auch mit der Bianca nochmal. Dann mal schauen, was wir machen. Köln, erobern. Erobern. Einfach mal ein bisschen chillen. Also bis gleich. So, nachdem wir uns jetzt gefühlt den ganzen Tag von einem Fastfood-Kette zur anderen bewegt haben und nur durchgefuttert haben, ist jetzt 21 Uhr. Haben uns entschieden, wir fahren jetzt mal zum Rudolfplatz. Da soll irgendwie von der Gamescom oder so ein cooles Event sein auf der Straße, dass man eben Sachen ausprobieren kann, Autosimulator, Playstation, bla bla. Und genau da treffen wir mal die Bianca und Julian von BBC Beauty Palace und hängen einfach mal einen Abend ein bisschen rum. Und ja, schauen mal, was wir machen. Weil oh, die Möhren gerade das echte YouTuber bezeichnen. Müssen wir da rein? Okay, also, ja, wir sind jetzt bei der U-Bahn-Station
und schauen mal, ob das da heute ist oder morgen. Wenn es nicht heute ist, egal, da sind wir am Rudolfplatz, da gibt es genug zu tun und ja, bis gleich. Servus, wir haben jetzt gerade noch Runden gespielt von Simon und Rina. Ja, das ist ein Video. Hallo. Follow me around. Hast du auch was gemacht? Ja. Das ist eine Visitenkarte. Das ist auch keine, wenn du so ein Vielleicht gehen wir mal was trinken oder so. Ich hab grad übel Hunger, wenn ich jetzt so. Ja, okay. Machen wir die Enkel doch noch, oder? Ja, okay. So, das war's mit unserem ersten Teil vom Köln Follow Me Around. Aber kommt gar nicht erst auf die Idee anzufangen, ein Buch zu lesen, denn der Blick vom Display weg lohnte sich gar nicht. Denn diese Woche kommt schon ein neues Video von uns, nämlich der zweite Teil, der sich mindestens genauso lohnt anzuschauen. Oder? Willst du Brillermilch? Ja, habe ich schon getrunken, aber ich mir echt geil. Wollt ihr mal auf den Geschmack kommen von der Brillermilch? Ja, dann klickt mal da oder da oder da oder da auf der Seite. Das ist ein Video. Und ihr werdet Gefallen dran finden. Also mir schmeckt sie und euch schmeckt sie auch. Also seid leise.